Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute seid mal wieder ihr dran, denn wir haben jetzt die letzten Tage wirklich eine ganze Menge Partien von sehr, sehr starken Turnieren gesehen. Und außerdem fängt bald die Grand Chess Tour an, also das nächste Turnier der Grand Chess Tour. Und deshalb dachte ich, das wäre ein super guter Moment, einfach nochmal eine Zuschauerpartie dazwischen zu schieben. Denn die möchte ich ja auch ab und zu mal zeigen, weil ihr habt mir so viele Partien geschickt, dass es schade wäre, wenn die irgendwie einfach nur in meinem Archiv rumhängen. Und heute wollen wir eine Partie von Luca anschauen. Die ist von der Deutschen Meisterschaft 2021, von der Deutschen Meisterschaft U18. Also von der für alle unter 18-Jährigen. Luca hatte Weiß gegen einen zahlenmäßig etwas stärkeren Gegner, Taron Kachatrian. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Luca eröffnete mit D4, Springer F6, C4 und Schwarz spielt E6. Ja, das deutet in den meisten Fällen nach Springer C3 darauf hin, dass Nimm zu Indisch kommt und genau das passierte auch. Luca spielt hier die Variante mit Dame C2. Die Hauptidee dieser Variante ist, den Springer auf C3 mit der Dame zu verteidigen, sodass man nicht genötigt werden kann, einen Doppelbauern auf C3 und C4 zu bekommen. Schwarz spielt D5 und A3. Läufer schlägt, Dame schlägt. Hier spielte Schwarz D schlägt C4. Das ist nicht der Hauptzug, aber es ist in Ordnung. Also der Hauptzug ist Rochade, den habe ich auch schon gespielt mit Schwarz. Aber D schlägt C4 kann in einigen Fällen auch einfach übergehen in die Variante mit Rochade. Aber hier spielte Weiß E3. Für mich logischer war Dame schlägt C4. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das hier vielleicht auch Vorbereitung war. Dame schlägt C4 ist auch einfach eine der Hauptvarianten und die Idee von Schwarz ist es hier B6 zu spielen. Der Punkt ist, dass zum Beispiel nach Springer F3, was nach einem logischen Zug aussieht, Läufer A6 kommt. Und die schwarze Idee ist hier schlicht und einfach, dass Weiß eben nicht ganz so komfortabel rochieren kann. Also normalerweise wird Weiß irgendwie E3 spielen, aber dann tauschen sich eben die Läufer und Weiß kann nicht mehr kurz rochieren, sondern muss den König künstlich in Sicherheit bringen, was normalerweise einfach ein bisschen Zeit kostet und dementsprechend Schwarz Zeit gibt, den kleinen Raumnachteil im Zentrum aufzuholen. Es gibt ja auch immer eine wichtige Idee für Weiß mit Läufer F4 zu spielen und hier nach Läufer A6, Dame C7, Dame C7, Läufer C7 und Springer C6 hat Schwarz normalerweise immer genug Kompensation in diesen Stellungen, also der D4 hängt. Man ist immer noch bereit, auf F1 zu schlagen, falls E3 kommt und Schwarz wird hier die C-Linie unter Kontrolle nehmen. Wie gesagt, es ist normalerweise genug Kompensation, aber kann man natürlich auch mal probieren. Ja, in der Partie kam sofort E3, das wirkt jetzt auch erstmal nicht unlogisch, also Weiß möchte einfach mit dem Läufer auf C4 schlagen, weil warum nicht? Und nach A6 hat es auch sehr gut geklappt. Aber Schwarz könnte B5 spielen. Und tatsächlich war mir hier nicht so ganz klar, was die weiße Idee ist. Also es gab hier schon einige Vorgängerpartien mit B3. Aber nach Springer E4, Dame C2, Springer D6, muss ich sagen, gefällt mir die schwarze Stellung so ein kleines bisschen besser. Also es ist jetzt keine große Sache. Aber wenn Weiß diesen Bauern auf C4 zurückgewinnen möchte, dann muss man mit dem Läufer schlagen. Also schlägt, schlägt und dann Läufer schlägt. Und dann müsste Weiß eben das Läuferpaar abgeben und der Läufer auf der langen Diagonale von Schwarz wird sehr, sehr stark sein. Aber ja, wie gesagt, in der Partie kam A6 und jetzt nach Läufer schlägt C4 hat Weiß genau das geschafft, was man möchte. Springer D7 und B4. Auch das ergibt viel Sinn. Weiß hat bereits diesen Bauern nach E3 gestellt. Das bedeutet, der Läufer auf C1 hat Probleme, entwickelt zu werden. So spielt Weiß B4. Der Läufer kann dann eventuell mal nach B2 und vor allem unterbindet man auch einfach C5. Ja, Springer B6 und Läufer D3. Weiß möchte erstmal den Läufer behalten. Läufer D7, Springer F3 und jetzt hat Schwarz rochiert. Auch Weiß könnte hier rochieren. Aber auch Springer E5, was in der Partie kam, ist nicht unlogisch. Der Springer steht da gut und die Rochade läuft auch nicht weg. Jetzt kam Läufer B5. Hier hat Weiß rochiert, auch das gefällt mir gut. Hier ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass nach Läufer schlägt B5, A schlägt B5 nicht dieser Doppelbauer eine Schwäche ist, sondern der Bauer auf A3, der nun eben rückständig ist und der auch einfach nie befreit werden kann. Deshalb ganz wichtig, nicht zu schlagen und stattdessen zu rochieren. Jetzt kam Springer D7 und hier vielleicht kleine Übung für euch. Würdet ihr tauschen oder würdet ihr nicht tauschen? Das kann man auch recht leicht beantworten, denn Weiß hat hier durch diesen Bauern auf D4 einen kleinen Raumvorteil. Also der Bauer steht einfach weiter vorne als der schwarze E-Bauer, deshalb haben die weißen Figuren etwas mehr Platz.
Und das ist ein guter Grund dafür, die Leichtfiguren auf dem Brett zu behalten. Springer f3. Hier hat Schwarz f6 gespielt. Den fand ich tatsächlich etwas überraschend. Also ich fand Springer a4 ganz interessant mit der Idee, dass man nach Dame c2 auf d3 nimmt und b5 spielt. Und nun kann der nächste Springer vielleicht nach c4 kommen. Und Schwarz hat dann super Kontrolle auf den weißen Feldern, was dafür sorgt, dass dieser Läufer auf c1 irgendwie nicht so richtig was zu tun bekommt. Man sollte auch verstehen, dass sobald Weiß e4 spielt, dann immer mal der d4 unter Druck geraten kann, also weil Schwarz natürlich auf der d-Linie zum Beispiel verdoppeln kann. Aber diese Stellung wäre jetzt nicht besser für Schwarz oder so, sondern es ist einfach eine interessante Idee. f6 habe ich einfach von der Idee nicht so richtig verstanden, denn e5 scheint mir aktuell nicht besonders logisch und Weiß hat ja gerade den Springer von e5 weggezogen, also man musste den jetzt nicht vertreiben. Aber ja, es kam Turm d1, Läufer d3, Dame d3 und Dame e8. Weiß hat Läufer b2 gespielt, auch das sehr logisch. Es entwickelt zum einen den Läufer und vielleicht hat Schwarz jetzt noch weniger Grund, e5 zu spielen. Dame g6. Man kann hier die Damen auf dem Brett lassen, aber auch das Schlagen wirkt nicht unlogisch. Turm e1 und c6. Und ich glaube, hier kommen wir langsam in eine recht wichtige Phase, in der es gar nicht so einfach ist zu verstehen, wie man am besten spielen sollte. Ich persönlich muss sagen, dass Weiß hat hier e4 gespielt. Bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich die richtige Idee ist. Ich denke, ein Zug, der auf keinen Fall schaden kann, ist sowas wie h4. Das ist auch ein sehr typisches Manöver, wenn man hier so einen Doppelbauern sieht. Also das könnt ihr euch merken und das gilt auch nicht nur für so eine Stellung, sondern auch zum Beispiel für Italienisch, wo man den Doppelbauern auf b2, b3 hat oder auch auf b7 und b6. Grundsätzlich ist dieser Doppelbauer nicht so schlimm, weil der Randbauer natürlich in Richtung des Zentrums gezogen wurde, was die Kontrolle über die Mitte des Brettes erhöht. Aber er kann eben schwach werden, wenn er angegriffen werden kann. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn er festgelegt wird. Und nach h4 ist er festgelegt, denn der g6 kann sich nun nicht so gut bewegen. Wenn g5 irgendwann mal möglich gemacht wird, dann kann eben Weiß schlagen und dann müsste Schwarz mit dem f-Bauern schlagen, was einfach nur den Doppelbauern noch weiter schwächen würde, weil er dann keine Nachbarn mehr hat. Und deshalb ist so ein h4-Manöver auf jeden Fall interessant und den kann man mal einschieben. Also das heißt ja nicht, dass man niemals e4 spielen darf. Natürlich ist es möglich, dass Schwarz mit f5 spielt, aber dann kann man vielleicht sogar überlegen, den König über die schwarzen Felder zu aktivieren. Ja, es kam e4 und der ist mir einfach nicht so ganz klar, weil ich mir nicht sicher bin, ob diese Zentralbauern vielleicht mal schwach werden können. Und Schwarz hat auch direkt a5 gespielt. Schlägt, schlägt und Läufer c3. Ein kleiner taktischer Trick, also der a3 ist vergiftet, weil es hier eine Gabel auf beide Türme gibt. Und Schwarz hat Turm a6 gespielt. Ich fand Turm a4 irgendwie intuitiv ein bisschen logischer. Ich vermute, Schwarz wollte diesen Springer auf b6 einfach schon mal decken. Aber hier nach Läufer b4, Turm a8 bekommen wir eine recht ähnliche Stellung wie in der Partie. Aber wir werden sehen, dass der schwarze Turm auf a4 vielleicht tatsächlich etwas besser steht. Aber Turm a6 ist jetzt auch kein grober Fehler. Läufer b4 und Turm a8. Also das ergibt Sinn, Schwarz erhöht einfach den Druck gegen a3. Natürlich hängt der jetzt nicht, aber der weiße Läufer muss den auf jeden Fall verteidigen. Auch hier könnte man wieder gut h4 spielen, einfach um zu sagen, okay, ich lege jetzt diese Bauern fest. Man hat auch ein Luftloch geschaffen und dann guckt man mal, was Schwarz spielt. Stattdessen kam Springer e1 und der war wahrscheinlich nicht so gut. Nicht nur aus dem Grund, dass er eben nicht h4 war, sondern weil Schwarz jetzt e5 spielen kann. Und davor war das natürlich nicht so attraktiv, als der Springer noch auf f3 stand, denn da konnte Weiß einfach schlagen und die schwarzen Bauern wurden isoliert. Aber hier nach dem Schlagen kommt der Springer nach e5. Und der steht da wirklich gut. Denn man kann ihn auch nicht ganz so gut verjagen, sage ich mal. Also f4 ist ein möglicher Zug, der kam nicht in der Partie, aber er ist möglich. Und hier könnte Schwarz zum Beispiel Springer c4 spielen. Und hier hat Weiß noch genug Ressourcen, danach Springer d3. Springer a3, Springer c5 und Turm a7 Weiß den Bauern auf b7 zurückgewinnt. Aber Schwarz muss nicht Springer c4 spielen. Also Schwarz kann auch den Springer nach d7 zurückziehen. Und hier werden wir gleich sehen, dass dieser Bauer auf e4 tatsächlich ein Problem darstellen kann. Also zum Beispiel nach Springer f3, Turm e8 wird es einfach etwas unangenehm, den dauerhaft zu verteidigen. Hier steht Weiß jetzt auch natürlich nicht auf Verlust oder irgendwas in der Art, aber Schwarz hat ein bisschen die Initiative. Weiß hat Turm d4 gespielt, das wirkt auch sehr logisch, also
Eine Idee ist natürlich, die Türme zu verdoppeln und dann auf der D-Linie zu spielen. Und jetzt kam G5. Und das ist ein Zug, den hätten wir ja schon mehrere Male mit H4 verhindern können. Springer D3 und Springer D7. Und hier kam Läufer D6. Weiß versucht nun, die Leichtfiguren abzutauschen, denn das würde dabei helfen, die Stellung zu halten. Schwarz hat jetzt Springer F7 gespielt. Turm A4 ist eine interessante Möglichkeit, aber hier kann Weiß gut auf E5 schlagen und dann auf A4 und nochmal auf E5. Und hier zum Beispiel nach König F1 ist dieses Endspiel wohl sehr remis, denn Schwarz hat das Problem, dass wenn man E4 nimmt, dann ist der B-Bauer weg, weil nach B5 Turm C1 kommt und Schwarz darf nicht ins Bauern-Endspiel gehen. Und nach Turm schlägt A3 kommt Turm C5, jetzt hängt der Bauer auf E5 und anschließend wird wahrscheinlich der Bauer auf G5 hängen. Das sollte auch ausreichen für Weiß. Es kam Springer F7, das ergibt Sinn, also Schwarz versucht die Leichtfiguren auf dem Brett zu behalten, genau wegen dem, was wir gerade gesehen haben. Und hier kam Läufer C7. Der gefällt mir nicht so gut, ich würde lieber F3 spielen. Das hat zwei Vorteile, zum einen kann der König aktiviert werden und zum anderen gibt es keine Grundreihenmatz mehr. Läufer C7 rettet natürlich den Läufer, aber nach Springer F8 können wir sehen, dass dieser Springer sich eventuell nach G6 oder E6 aufmacht und es ist erstmal nicht klar, ist dieser Läufer überhaupt so viel besser als die schwarzen Springer in der Stellung. Es kam Springer C5 und Turm schlägt A3. Und ja, hier kam F3. Vielleicht kurz, Springer schlägt B7 wäre nicht so toll, denn hier stehen die weißen Figuren wirklich ungünstig und hier ist Springer E6 wahrscheinlich am besten. Okay, der Turm muss nach D7, weil wo soll er sonst hin? Und nun ist Turm A1 sehr stark, denn Weiß hat nicht mehr die Möglichkeit, Turm D1 zu spielen. Ja, deshalb kam F3, aber jetzt hat Schwarz eben einen Bauern gewonnen. B5 und Turm D1. Ich vermute im Übrigen, dass Weiß die Taktik von eben übersehen hat, was schon mal passieren kann. Hier hat Schwarz Turm A2 gespielt, das war auch wahrscheinlich nicht der beste, aber auch das gar nicht so leicht zu verstehen. In dieser Stellung sollte man erstmal versuchen, die Figuren zu aktivieren, die eben noch nicht perfekt stehen. Und das ist zum Beispiel der Springer auf F8, der kann nach G6. Und dann möchte einer der beiden Springer nach E5. Und hier zum Beispiel nach Springer D3, was in der Partie nach Turm A2 kam, könnte Schwarz Turm A4 spielen. Und wenn Weiß jetzt auf C6 nimmt, dann ist Turm D4 sehr, sehr stark. Und der Punkt ist, dass der Turm auf A3 eben diesen Springer auf D3 noch angreift. Das funktioniert nur so rum. In der Partie nach Turm A2, Springer D3 ist dieser Springer nicht mehr angegriffen und deshalb hängt der C6 wirklich. Schwarz hat jetzt Turm E2 gespielt mit der Idee, dass dann der nächste Turm auf die zweite Reihe hinterherkommt. Und nun Springer B4. Das verhindert Turm A2 und nach Turm A4, König F1, Turm B2, kam Springer D3. Und nach Turm A2 hat Weiß endlich diesen Bauern auf C6 zurückgewonnen. Jetzt kam G4. Auch das wieder ein ganz interessanter Moment. Wir sind jetzt übrigens bei Zug 37, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch beide in Zeitnot waren. Und Weiß hat hier Turm B1 gespielt. Hier wäre es definitiv besser, einfach auf G4 zu nehmen und Turm B6 hinterher zu schieben. Und diese Stellung sollte man halten, weil ja, Weiß wird einfach diesen Bauern auf B5 bald zurückgewinnen. Stattdessen kam Turm B1 und hier nach G schlägt F3, G schlägt F3 und Springer G5, muss Weiß plötzlich die Figuren ganz schön passiv stellen. Und Schwarz hat hier Turm A1 gespielt, einfach mit der Idee, die geschwächte erste Reihe auszunutzen. Aber auch Springer E6 wäre sehr interessant. Die Idee ist, dass nach Turm schlägt B5 vielleicht Turm A3 folgen kann und dann möchte Schwarz auf F3 nehmen. Aber Weiß hat H4. Wir gucken mal, wie die Variante aussieht. Schwarz könnte natürlich schlagen. Hier darf man jetzt nicht nehmen, weil nach Turm schlägt gibt es ja diverse Grundreihenmatt-Ideen. Also zum Beispiel nach König E1, Turm H3 sieht es ganz schlecht aus. Deshalb sollte man den Springer auf E6 schlagen. Und jetzt nach Springer schlägt E1 kann man auch nicht so gut zurücknehmen wegen Turm H3, sondern man sollte Turm E8 spielen. Und nach König F7 ein ganz, ganz wichtiger Zug. Wenn ihr wollt, findet den gerne selbst. Hier muss man die Stellung der schwarzen Figuren, insbesondere der schwarzen Türme, ausnutzen. Und das kann man mit Turm F8 machen. Wenn der König nimmt, kommt Läufer D6, man gewinnt den Turm auf A3 und man wird dann wahrscheinlich die Leichtfiguren tauschen und das ist Leichtremis. Und wenn König G6 kommt, dann ist H5 sehr stark.
Der Bauer ist gedeckt und König H6 ist völlig unmöglich, deshalb muss König H7 kommen. Aber jetzt droht Turm B8 eben auch matt und nach König H6 kann man zum Beispiel mit Turm B5 die Stellung wiederholen. Ja, aber Springer E6 war auf jeden Fall eine interessante Idee. Turm A1 ergibt natürlich aber auch etwas Sinn. Es folgte Turm C1 und Weiß hat geschlagen. Springer FE6 und Läufer B6. Weiß spielt hier ganz logisch, es kam jetzt Turm A2 und H4. Springer H3, jetzt muss man etwas aufpassen, denn Schwarz hat natürlich auch hier diverse Ideen, irgendwelche Mattnetze zu schaffen. Momentan ist Turm F2 noch verteidigt durch den Läufer, aber ja, man muss aufpassen, dass das auch so bleibt. Weiß hat sich erstmal für Springer G2 entschieden, so kommt kein Springer F4 und nach Springer F8, Läufer E3, Springer G6 kam F4. Also Weiß bringt jetzt die Mehrheit am Königsflügel ins Rollen. Und Schwarz hat auch nach wie vor das Problem, dass dieser Bauer auf B5 hängt, also Weiß kann den natürlich in einem guten Moment auch mal nehmen. Und deshalb sollte Schwarz jetzt tatsächlich diese Bauern im Zentrum angreifen. Und nach Turm schlägt B5, Turm schlägt E4 hat Schwarz vielleicht auf dem Papier die etwas bessere Stellung, aber diese Stellung sollte man halten mit Weiß. Stattdessen kam Springer F8 und jetzt nach Turm schlägt B5 hat Weiß einfach erstmal einen mehr. Es kam Turm A1. König E2, Springer G1 und nach König F2, Springer H3 hat Weiß natürlich nicht die Stellung wiederholt, sondern König G3 gespielt. Springer G1 und Turm B2. Das verhindert, dass der Springer nach E2 rauskommt. Das heißt, der Springer hat jetzt keine Felder und Schwarz läuft Gefahr, diesen Springer zu verlieren. Es folgte Turm F1. Hier kam Turm F2, vielleicht ist H5 der etwas bessere Zug, aber Turm F2 hat sich in der Partie auf jeden Fall gelohnt, denn Schwarz hat geschlagen. Schwarz könnte auch wieder wegziehen, aber das schwarze Problem bleibt, also man könnte auch hier H5 spielen. Der Springer auf G1 ist wie gefangen und Weiß kann die Stellung beliebig verbessern. Nach Turm schlägt F2, König schlägt F2, Springer H3 und König G3 ist der Springer jetzt weg, denn der Läufer deckt die Rückzugsfelder. Schwarz hat nun auf F4 geschlagen und versucht diese Stellung zu halten. Huch, es kam Springer, schlägt F4, König F7 und König G4. Und jetzt schauen wir mal, wie die weiße Technik aussah. Springer D7 und Läufer D4. Das verhindert, dass der Springer nach E5 kommt, denn Schwarz möchte natürlich keine weiteren Leichtfiguren abtauschen. Springer B8, H5. Springer C6 und Läufer C3. Auch das dominiert den Springer. Natürlich hat er noch Rückzugsfelder nach hinten, aber er kann eben nicht aktiv werden. Springer E7 und Springer D5. Weiß würde sehr, sehr gern die Leichtfiguren tauschen. Schwarz sagt nein. Und Läufer B4. Wieder hat der Springer Probleme, aktiviert zu werden. Springer A7 und König F5. Springer C6 und wo geht der Läufer hin? Nach C3. Hier dominiert er wieder den Springer und der hat nun wirklich immer weniger Felder zur Auswahl. Springer A7 und hier auch eine sehr, sehr interessante Idee, H6. Weiß ist bereit, diesen H-Bauern gegen den F-Bauern zu tauschen, denn dann hat man selbst einen Freibauern. Springer C6 und Springer E3. H5, Springer C4, jetzt möchte Weiß die Springer abtauschen, deshalb sollte Schwarz den Springer ziehen. Aber jetzt kam Springer D6. König F8, König G6 und nach Springer A6 hat Weiß erstmal den H5 genommen. Warum nicht? Den hat man. Springer C5 und König G6. Und hier könnt ihr es vielleicht schon erahnen, Schwarz hat jetzt auf E4 geopfert, weil früher oder später muss man wahrscheinlich den Springer gegen den Bauern opfern, also warum nicht sofort? Und jetzt werden wir mal ganz gespannt schauen, ob Weiß hier wusste, wie man mit Springer und Läufer matt setzt. Es kam König E8. Vielleicht hier kurz kleine Erklärung für alle, die hier gar nichts wissen. Es ist ganz wichtig, in welcher Ecke man diesen König matt setzen möchte. Und zwar möchte man das in der Ecke tun, die die Farbe des Läufers hat. Das heißt, diesen schwarzen König würden wir gern auf H8 matt setzen. Das bedeutet, wir sollten zunächst einmal verhindern, dass er in die andere Ecke läuft. Und das versucht er gerade. Deshalb hat Weiß hier Springer C5 gespielt und schon ein kleines Gefängnis errichtet. Es kam König F8 und Springer D3. Das ist auch ein interessantes Manöver. Die Idee ist es einfach, den Springer nach E5 zu bringen, wo er auch wieder D7 kontrolliert, aber eben näher am Königsflügel steht. König F8, König F5, das gefällt mir auch ganz gut. Weiß versucht hier im Prinzip eine Stellung zu erreichen, die er kennt. König E8. Und hier hat Weiß Läufer G5 gespielt, das versaut nichts. Ich habe aber hier auch mal ein bisschen überlegt, was ich denke, was der schnellste Weg ist. Und mir hat König E6 am besten gefallen. Nach König F8 ist der Punkt, man möchte jetzt den Springer umgruppieren, Springer C4. Nach König E8
kann man den Springer nach D6 bringen. Und da steht er einfach gut. Nach König G8 machen wir das Gleiche. Der Punkt ist, dass König H7 nicht wirklich wegläuft, denn der weiße König kann den dort immer wieder einsperren. Deshalb König F8 und jetzt König F5. Der König darf nun nicht mehr, der darf nicht mehr nach E8, nicht mehr nach E7, nicht nach F7, deshalb König G8. Und nun König G6. König F8 und hier Läufer G5. Und nach König G8, Läufer E7, jagen wir den König in die Ecke und nun können wir mit Schachs Schachmatt setzen. Also das wäre ja einer der schnelleren Wege, aber Läufer G5 war jetzt auch kein Fehler natürlich. Es kam König F8, König F6, König E8, König E6 und jetzt nach König F8 hat Weiß einmal Schach gegeben, wollte jetzt aber dann doch nicht, dass der König rausläuft und hier Achtung, Springer C6 wäre Patt, das wäre ganz, ganz schlecht. Deshalb Läufer G5, König F8 und jetzt Springer C6. König G7 und Springer E7, sehr schön. Der König durfte zwar nach G7, aber weiter raus darf er jetzt nicht mehr und jetzt muss er wieder auf die 8. Reihe. Läufer H6 und nach König E8 kam Läufer G7 und hier ganz hübsche Idee nach König D8, Läufer E5 und nach König E8 haben wir eine Stellung, die habe ich als Sandwich kennengelernt. Das war noch bei Fritz und Fertig damals, da habe ich nämlich Mattsetzen mit Läufer und Springer gelernt und die Idee in dieser Stellung ist es, dass es von hier recht simpel ist, matt zu setzen. Und zwar versucht man mit dem Läufer das Rückzugsfeld des Königs zu blockieren. Und nach König F8, Springer F5 macht der Springer ein W-Manöver. Normalerweise fängt dieses Sandwich hier drüben an und dann sieht das eben wirklich aus wie ein W. Jetzt ist es kein großes W. König E8, Springer G7 und nach König F8, König F6 kann der König eben auch nicht mehr nach E8. Und nach König G8, König G6. König F8, Läufer D6 wird der König in die Ecke gedrängt. König G8, Springer F5. Und nach König H8, ganz wichtig, Springer H6 wäre wieder Patt. Deshalb macht Weiß einen Abwartezug. Schwarz gab hier auf. Das Mattmotiv ist das gleiche, wie ich es vorhin gezeigt habe. Und Weiß gewinnt. Ja, wie gesagt, die Partie endete hier. Und ja, sehr, sehr schön gemacht von Weiß. Schön zu sehen, dass du wusstest, wie man mit Springer und Läufer matt setzt. Das weiß tatsächlich nicht jeder. Und mal Hand aufs Herz an alle anderen Zuschauer. Wisst ihr, wie man mit Springer und Läufer matt setzt? Würdet ihr das hinbekommen? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, danke nochmal an Luca für die Partie. Das war wirklich eine Partie mit Aufs und Ups. Aber ja, am Ende hast du deine Chance genutzt und dann auch ja, sehr, sehr konsequent gewonnen, würde ich sagen. Ich hoffe, dass die Partie für alle interessant war. Falls ihr das zum ersten Mal seht, also ich analysiere recht regelmäßig Zuschauerpartien hier, die können mir per Mail eingeschickt werden. Meine Mail findet ihr unten im Infokasten, da könnt ihr eure Partie hinschicken. Ich lose dann einfach aus. Das scheint mir am fairsten. Ich habe auch im letzten Video gefragt, ob ihr das so beibehalten wollt. Und es gab nicht allzu viele Antworten auf meine Frage. Aber ja, insgesamt wurde das positiv wahrgenommen. Deswegen bleibe ich auch einfach beim Auslosen. Also ihr habt dann jederzeit die Chance, dran zu kommen. Und genau, alle bekommen die gleiche Chance. Also ich nehme immer von jeder Person nur eine Partie, damit nicht jemand einfach 100 Partien einschickt, um dann möglichst schnell dran zu kommen. Also das ist nicht die Idee, sondern einfach, ja, dass wir hier auch mal Partien sehen, die eben vielleicht nicht von Magnus Carlsen und Vincent Keimer gespielt werden, aber auch, damit ihr die Chance bekommt, dass eure Partien mal analysiert werden. Ja, danke nochmal, Luca, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.